Hochschwitz-TV Hannover, Burger King, wir haben es geschafft. Nach einer anstrengenden Fahrt, 6 Stunden, wir haben ein wenig Probleme mit der Benzinversorgung, haben auch wir es geschafft, für euch vor Ort zu sein. Jetzt gibt es erstmal ein paar Bilder von heute Abend und morgen dann mehr ausgestrahlt am kommenden Mittwoch. Morgen, Leute, Hofspeed TV. Wir haben es tatsächlich geschafft. Hannover, der 1. Mai. Wir stehen hier am Eingang. Die Schlange ist unendlich lang. Es kommen tausende von Autos. Ihr guckt Richtung Platz. Es ist schon mega, mega voll. Es ist krass, was hier abgeht. Wir lassen uns überraschen. Laufen mit euch ein bisschen über den Platz. Ich suche meine Top 10 und dann schauen wir mal.
Maikäfer treffen. Guck mal, was hier angeschleppt wird. Kaputte Autos. Kennzeichen hatten wir voriges Jahr schon mal ganz, ganz viele Doka T3s. Vielleicht finde ich jemanden, den ich kenne. Coole Farbkombination. Geile Autos hier. Läuft. Moin, hi. Hi, kennst du's? Sicher. Guckst du? Ja, ja. Danke dafür. Moin. Ja. Wieder ein Fan, guck mal. Super, läuft. 914, sehr, sehr, sehr schön. Coole Farbe. Moin. Moin. Läuft. Oh, Lenkrad falsch rum. Ist das ein Problem? Nein, ne? Nee, bei allen anderen ist das falsch. Nee, du gewöhnst dich dran oder was, ne? Ja, 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 die Zulassung ja. Ist auch gar kein Problem, oder? Nee, war nie ein Problem. Ja, guck mal. Wo ist das Auto her? Das ist für England gebaut worden, aber ist nach ein paar Jahren sofort wieder reimportiert. Ja. Erstmal mit riesen Sondergenehmigung. Das war aber Ende der 70er schon. So lange hast du das Auto schon? Ich habe den seit 94. Okay. Also, aber der Vorgänger, der hat diese ganzen Papier erlebt und da seitdem ist kein Problem mehr. Es ist krass. Ich habe auch ein 2, aber links und das sieht jetzt komplett alles anders aus. Ich weiß, dass ich das nicht fahren könnte, weil ich mit links nicht schalten kann. Doch, da gewöhnt man sich. Ja? Wobei, gut, das liegt aber daran, dass das Getriebe nicht so ganz schmeidig. Oh, okay. Aber sonst... Landstraße überholen, das ist klar, das funktioniert nicht. Ne? Hey, schönes Ding. Danke schön, dass ihr schön. Da seid. Was? Selber. Ja, englisches Auto, seit langem wieder in Deutschland, hat den Lenkrad auf der falschen Seite, geht aber trotzdem, kann man auch hier fahren. Ne? Moin. Österreich, jawohl. Ja. Dänemark, Österreich, ich glaube... Die ganze Welt ist hier. So soll das sein. Guck mal, zweifarbig. Abgesetzt, schön. Ach, guck mal, einen wunderschönen guten Morgen. Ey, Ladies First. Ladies First. Alles gut, ihr beide? Moin. Ja, guck mal. Ich wusste, dass ich irgendjemanden treffe, den ich kenne. Ist das wieder Hoffmann Pizza TV, ja? Ja, was denn sonst? Auf jeden Fall. Ja, was denn sonst? Auf jeden Fall. Gut, mach keinen Unsinn. Viel Spaß hier. Moin, darf ich? Moin. Ja, moin. Ah, guck mal, SP2 aus Essen. Moin. Moin. Cool. SP2, der kennt vielleicht unseren Brasilier von zu Hause noch, weiß man nicht. Alles möglich, hier triffst du alles, hier gibt es alle möglichen Autos. Das ist geil, oder? Das ist schön hier, und das ist schon so voll, du machst dir gar keine Vorstellung davon. Nein, das glaube ich. Das ist ein Wahnsinn. Ja, viel Spaß.
Leute, ich habe euch meine Top 10 versprochen. Hier ist Nummer 10, Puma GT. Nicht nur, weil er aus Brasilien kommt, sondern weil er extrem selten ist und hier super dasteht, ein krasses Bild abgibt. Platz 10. Weiter geht's. Ja, auf 10 folgt logischerweise die 9. Die 9 steht hier. Seht ihr die Farbe? Passt. Tatsächlich ein echter, originaler Postkäfer aus dem Baujahr 77. Hat mir der Besitzer gerade erzählt. Und der Besitzer hat eine schöne Geschichte. Der hat nämlich die Ablagebretter der Rückbank, die die Post haben wollte, in der Firma seines Vaters sind die gefertigt worden. Ich weiß, ein komplizierter Satz, aber finde ich eine krasse Geschichte. Und der Auto ist natürlich gelb. Was ist denn das für einer, steht hier auf dem Zettel? Ich weiß es zufällig, ein Pettersson. Pettersson aus Schweden, tatsächlich ein Unikat. Hat einen Mitarbeiter aus dem Volkswagen-Werk hier rübergeholt und hier tatsächlich Straßen zugelassen. Wirst du keinen zweiten von sehen, schön zu gucken. Und direkt nebenan steht... Oh, ich kann nicht anders. Ein Traum von Auto. 550 James Dean Auto, also... Endstufe. Mein Platz 7 für euch heute zusammengesucht. Natürlich eine Replika, ein echtes steht einen Wert von Millionen. Aber für so eine Replika würde ich, glaube ich, auch fast töten. Meine Nummer 6 für euch hier. Guck mal, wie hoch das Ding ist. Straker oder Bacher, ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall ein Fahrzeug, was benutzt wird, so wie es aussieht, zu dem Zweck, zu dem es gebaut wurde. Nummer 6. Ja, Fridolin, eigenes Thema. Nirgendwo ist die Fridolin-Dichte höher als beim Maikäfertreffen in Hannover. Deshalb hier heute meine Nummer 5. Der Fridolin top restauriert vom Rainer. Den stellen wir euch irgendwann in ein Video vor, ne? Ja, guck mal, er ist dabei. Cool, wir freuen uns drauf. Heute die Nummer 5. Danke. Mr. Maikäfer, Henry Akkeroth. Ja, hallo. Du machst tatsächlich, du bist Mr. Maikäfer-Treffen seit 1998. Seit 25 Jahren, ne? Heute, dieses Jahr 25 Jahre. 25 Jahre macht der Henry das Maikäfer-Treffen. Ja. Du bist aber nicht alleine, ne? Ich bin nicht alleine. Wir haben, da steckt eine kleine GbR hinter und eben und das Maikäfer-Team hier in Hannover. Ja. 20, 25 Leute, der Fußballverein von meinem Sohn, die hier immer dann sich immer freuen, hier aushelfen zu können. Das sind die, die uns an der Kasse abkassieren und genau, solche Sachen. Genau, die haben da richtig Spaß dran. Ja. Ne, die reißen sich immer darum. Ich kann nur sagen, krasse Arbeit, die ihr hier leistet. Ihr macht alle einen mega Job hier und unter diesen Umständen, ihr wisst, also wenn man nicht hier war, hat man keine Vorstellung von dem, was hier los war. Dieses Jahr ist wirklich so eine mega Veranstaltung. Dieses Jahr ist das so nur krass. An der 40 oder was auch immer liegt. Na, an der 40 wird es wohl nicht liegen, aber ich schätze, langes Wochenende, Corona vorbei und dieses Wetter dieses Jahr. Wir haben tatsächlich Bilder gesehen von der Anreise am Freitagabend schon. Ne? Also
Die konnten schon aufs Gelände tatsächlich hier? War das möglich? Nur am Vorabend. Am Vorabend. Am Vorabend. Okay. Also am Freitag war ja hier noch Regenwetter. Ehrlich? Ja. Auch das kannst du? Ja, morgen ist hier auch Regenwetter. Was denkst du denn? Das ist so unglaublich. Ich schicke dir ein Bild. Ich schicke dir morgen ein Bild, wenn ich hier auf den Platz gehe. Schlusswort, Ende der Ecke rot kann auch Wetter. Ich schicke dir morgen ein Bild, dass es hier regnet. Ich glaube dir das. Ich glaube dir Brief das. Ich glaube dir das, nachdem was hier heute abläuft. Ja, ja, es ist, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, so dass du eine Minute Zeit für uns hast unter diesen Umständen. Immer gerne. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ne? Will ich hoffen. Vorher noch woanders, mal gucken. Aber wir sehen uns wieder. Alles klar. Vielen Dank. Ja. Nummer 4, hier. Muss. Karmann Gier, vermutlich Baujahr 69. Schön gekürzte Vorderachse, völlig schwachsinnig zu fahren. Wahrscheinlich auf Luft unterwegs, aber sieht einfach nur rattencool aus, oder? Deshalb meine Nummer 4. Ja, Top 10. Wir sind in den Top 3 gelandet. Meine Nummer 3 für euch, ein echter Myers Manx. Ein Buggy genau meiner Welt. Hier in durchgefärbten Metal Flake. Krasser Lack. Steht in der Sonne wie, boah. Nummer 3. Wir sind bei der Nummer 2 in meinen Top 10. Hier haben wir ein Hebmüller-Eigenkonstrukt. Verschiedene Baujahre, verschiedene Typen, verschiedene Grundkonzepte zu einem Eigenbau-Hebmüller. Komplett aus Blech, also so wie ich mein Auto auch gerne hätte. Hier steht er, Nummer 2 für euch. Heute die Nummer 1 tatsächlich. Wir reden über einen Porsche 914. Hier steht es dran, Fupo 914-6. Ihr wundert euch vielleicht, der 6er müsste eigentlich verbreiterte Kupflügel haben. Wir reden über einen Reimport aus den USA. Der ist ausgeliefert worden mit dem normalen 2-Liter-Motor. Da ist aber während der Restauration ein 6-Zylinder reingekommen aus dem 911er T-Modell. Finde ich krass, finde ich klasse. Habe ich lange nicht gesehen. Und deshalb für euch heute meine Nummer 1 beim Maikäfer-Treffen in Hannover. Ja, liebe Leute, ich bin total geschafft. Das war unser Wochenende in Hannover beim Maikäfer-Treffen. Total viel geile Sachen gesehen und ich hoffe, einige von denen sehen wir auch hier und im nächsten Video. Bis dann.